Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. Ja, ich versuche jetzt auf dem Laptop GhostBSD zu installieren. Ja, dieser ist von 2014, ist ein alter Acer, hat immerhin einen i5-Prozessor und eine GeForce-Grafikkarte. 8 GB RAM, ja, viel mehr gibt es darüber auch nicht zu sagen. Ja, der USB-Stick ist dementsprechend schon drin und es fängt ja gerade an zu booten. Und jetzt werde ich den ganzen Installationsprozess einmal durchstarten. Ja, und hoffen mal, dass ich dann über OBS dann gleich weitermachen kann. So, mittlerweile ist GhostBSD gestartet. Jetzt kann ich auf meinem großen Bildschirm auch weiter aufnehmen. So, da ich jetzt über zwei Bildschirme arbeite, also hat GhostBSD schon meine Bildschirme hier erkannt. Das ist schon mal sehr gut. Und ich versuche es mal so einzustellen, dass der 27 Zoll Bildschirm, der über HDMI angeschlossen ist, mein Standardbildschirm ist. Mal gucken, ob das geht. Hier kann man als primären Bildschirm einstellen, hoffentlich. Na, was passiert? Ach so, und dann auf Apply, also übernehmen. Keep this Konfiguration, okay. Genau, so wollte ich das haben. Jetzt können wir das nämlich schließen. Jetzt wäre nämlich die Startleiste, und dann ist ja einfach mal, oder Taskleiste wäre jetzt hier oben zu sehen. Also die Icons wurden jetzt nicht mitgenommen. Die ziehe ich jetzt mal manuell von dem einen Bildschirm auf den anderen, damit ihr die auch seht. Dann sind hier noch zwei andere Symbole. Na, wie komme ich da jetzt hin? Ne, so rum. So, dann haben wir hier noch einen Ordner. Und noch einen Ordner. So, ich kann das mal ein bisschen ordentlich platzieren. So wäre jetzt der Originalzustand von GhostBSD. Wenn man per Live-Stick startet. So. Ich werde hier gar nicht großartig rumhampeln in der Live-Umgebung. Ich fange sofort mit dem Installationsprozess an. Gut, was haben wir da? Wir brauchen Deutschland. Deutsch. Steht so auf Deutsch? Das ist schon mal schön. Dann nehmen wir nochmal Deutsch für die Tastatur. Okay, jetzt muss ich Germany anwählen. Das lasse ich einfach mal so und klicke auf Next. Dann sage ich ihm, ich bin in Europa und ich möchte Berlin als Time Zone haben. Ich möchte jetzt eine volle Installation. Ja, das wäre jetzt hier mein USB-Stick. Darauf möchte ich es nicht installieren, sondern auf der Festplatte. Was kann ich hier noch auswählen? Oh, das ist auch schon wieder ganz anders als bei Linux. Ein Miro kann man hier noch anwählen. Pool Name. Ja, was ist mit Pool Name gemeint? Also kann ich hier noch einen Namen vergeben. Lassen wir erstmal. Das lasse ich auch auf Standard. Das lasse ich auf Standard. Swap. Ich mache einfach mal weiter. Genau. FreeBSD BIOS Loader. Only. Genau. Das andere geht eh nicht. Passwort für den Admin, also für Root. Legen wir mal eben fest. So, scheinbar habe ich mich auch nicht vertippt. Und machen wir weiter. Real Name. Ich nehme mich mal hier Tuxa. Hostname. Tux Ghost. Einfach nur Ghost. Ich bin der Geist quasi. Das lasse ich auch so. Als Shell wähle ich mal an, SH gibt es, Fish gibt es, ich lasse einfach mal alles auf Standard und sage ihm Install. Und das wird jetzt mit Sicherheit ein bisschen dauern.
Zumal ich auch einen sehr langsamen USB-Stick habe. Ja, was könnte ich noch checken? Ganz kurz, ich habe auf jeden Fall schon eine Internetverbindung per WLAN-Kabel. Und das scheint auch zu funktionieren. Ich kann ja einfach mal so einen Webbrowser starten, um zu checken, ob die Internetverbindung überhaupt da ist. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Gibt man das einzige Sinnvolle, was man eingeben kann, ein. Ich stimme hier zu und siehe da, es funktioniert. Ja, passt. Thomas Reis ist der Trainer. Perfekt. Ja, ich würde sagen, ich lasse den Computer mal in Ruhe hier rumrödeln und melde mich dann gleich nochmal. So, die Installation scheint beendet zu sein. Ich schätze mal so eine Viertelstunde. Ich habe jetzt nicht genau auf die Uhrzeit hier geachtet. Aber so roundabout, vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde, also auch nicht viel länger als unter Linux. Ich riskiere mal einen Neustart, drücke auf Reboot. Jetzt warte ich noch so lange, ob eine Aufforderung kommt, den USB-Stick zu entfernen. Nein, kommt nicht. Ich ziehe ihn ganz schnell raus. Oh, jetzt kommt natürlich eine Errormeldung, ist klar, weil ich den USB-Stick jetzt zu spät rausgeschaltet habe. Das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber so aufregend ist das jetzt auch nicht. Ich starte einfach mal jetzt neu. So, ich starte, wo ist meine Hand hier? Ich starte jetzt mal neu. Na. So, jetzt bootet der Rechner neu. Und mal gucken, was passiert. Aha, das ist wohl das Bootmenü. Ich mache mal gar nichts. Ich lasse mich mal überraschen, was jetzt passiert. GhostBSD. Ja, sieht das schon mal ganz gut aus. Aber das ist jetzt auf einer echten Maschine, nicht nur in so einer VirtualBox. Mal gucken, was er da so schönes schreibt. Übrigens, der Bildschirm wurde jetzt auch sofort erkannt. Und zwar ist hier schon mein Login-Bildschirm. Das gebe ich eben mein Passwort ein. So, prima. Und wie ihr seht, hat alles funktioniert. Das ging super easy, super schnell. Nur ich möchte hier natürlich jetzt wieder auf dem anderen Bildschirm schauen. Dazu gehe ich in die Einstellung, Geräte, Bildschirm und sage ihm, der 27 Zoll Bildschirm ist primär, oh, sogar schon auf Deutsch, und sage ihm, ah, hier ist er auch noch auf Englisch, Apply, diese Einstellung beibehalten. Ja, und schon, da sieht man es, ich glaube, ich muss mit der Kamera noch ein Stückchen zurück, dass ihr alle seht. So, wo ist meine Maus hier? Ja, und schon läuft alles. Und ich merke jetzt schon beim Hin- und Her-Scrollen, das läuft super flüssig. Also unter VirtualBox war das eine Katastrophe. Aber hier läuft es schon mal richtig super. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. So, jetzt werde ich als erstes erstmal ein paar Updates installieren. Da habe ich schon was gefunden. Update Station. Die Station wird jetzt aktualisiert hoffentlich. Und vorher werde ich da auch nicht großartig etwas unternehmen hier. Ah ja, er hat auch schon ein paar Updates oder Upgrades sogar gefunden. Gucken, was hier so hinter steckt. Firefox sehe ich. Lip. Okay. Wayland? Ist da sogar Wayland schon drauf? Nicht schlecht. Was haben wir hier? Desktop-Schemas. Okay, und Audio auch noch. Alles installieren. Ja, da schauen wir uns auch nochmal gemütlich an. Und wie gesagt, die erste Software wird OBS sein, die ich jetzt gleich installiere und hoffe mal, dass die auch funktioniert. Aber unter der Virtual Maschine. War der Installationsprozess kein Problem.
Aber als ich die gestartet habe, konnte ich nicht aufnehmen. Das kann natürlich auch an der virtuellen Maschine liegen, das weiß ich nicht so genau. Aber wenn das jetzt gleich funktionieren sollte, dann wäre das richtig, richtig gut. Ja, von meinem Installationsprozess konnte man schön sehen, dass auch der Nvidia-Treiber installiert wurde. Zumindest war da so textmäßig hier so hinterlegt. Wie man das überprüfen kann, weiß ich aktuell noch nicht, aber werde ich mit Sicherheit auch mal nachholen. Ich bin auch gerade etwas von Gnome, obwohl das ja Mate ist. Ja gut, Mate ist ja in dem Sinne Gnome 2. Punkt irgendetwas. Ja, so, jetzt gibt mal ein bisschen Gas. Auch wieder Firefox wird nochmal aktualisiert. Okay. Ja, Restart, das mache ich auf jeden Fall. Gerade ganz am Anfang, wenn man im Installationsprozess ist, werde ich auf jeden Fall jeden Restart erstmal mitnehmen. Nach meinen Erfahrungen macht das am meisten Sinn, dass man hinterher ein sauberes System hat. So, im unteren Bildschirm wäre jetzt wieder das Bootmenü, das kennt ihr ja schon. Ich drücke einfach mal Enter. Ah, wunderschön, dieses Ghost. GhostBSD. Schön. Gefällt mir. So, und jetzt wird auch der andere Bildschirm erkannt. Richtig, richtig gut. Jetzt kann ich mein Passwort wieder eingeben. Also Ziel ist es, mein Zweitlaptop als Server zu benutzen. Und, ah, siehe da, die Startleiste ist jetzt sofort oben. Prima, auch das hat sich BSD gemerkt quasi. Finde ich gut. Jetzt schaue ich mal sofort wieder nach Updates. War das nochmal hier drüber? Nehmen wir erstmal die Update Station. Das dauert jetzt einen Moment. Und was ein bisschen irritiert, man sieht zwar das, ja, seht ihr das da unten, ist gestartet. Dann dauert es einen Moment und dann kommt erst das Bild. No updates available. This computer is up to date. Ja, in Deutsch hat es noch nicht so ganz funktioniert. Hier ist wieder ein bisschen Englisch dabei. Aber hier ist weitestgehend alles auf Deutsch. Okay. Jetzt starte ich als nächstes Software Station. Passwort. Ja, jetzt ist er hier noch am Laden. Paketquellen oder ähnliches. Ja, da wäre ich schon. So, jetzt versuche ich OBS. OBS Studio Plugin, OBS. Okay. Ja, was muss ich jetzt anwählen? Ich möchte ja auch nicht alles anwählen. Das ist die gute Frage. Hier gibt es mehrere Pakete. Ich kann das Ganze ja mal testen, wie es aussieht, wenn ich die Konsole benutze. Nehmen wir mal den Fisch oder den Mate Terminal. Ja, nee, den nehmen wir. Den nehmen wir. So, wie war das jetzt? Sudo apt-get. Nein, nicht apt-get, sondern pkg install. OBS. So, jetzt drücke ich mal die Tab-Taste. So, was zeigt er mir jetzt an? Oh, ich brauche OBS-Studio eigentlich. Finde ich. Doch, da ist es ja. Warte, man kann, glaube ich, auch dann da hineinseppen. Seht ihr? Wenn man über Tabulator drückt, bis man am gewünschten Programm ist, Enter drücken. Es kann natürlich sein, dass er meckert, weil hier dieses Softwareprogramm noch offen ist. Ich schließe das mal eben. Ich glaube, ich muss noch mal Enter drücken. Ja, Passwort. Kann das ja mal hier ein bisschen größer machen. Vergrößern, Steuerung plus plus. Steuerung plus plus. Ja, wollen wir mal testen. Steuerung plus plus. Nee, geht nicht. Oder zweimal. Egal. Sollte jetzt groß genug sein. Ich drücke jetzt Yes. Jetzt könnte man natürlich auch sagen,
Ich habe doch auf Deutsch gestellt. Aber ich glaube, der Terminal ist nie auf Deutsch. Ich mache das hier mal ein bisschen größer, damit ihr auch alle sehen könnt. Das war's. Okay. Geben wir mal ein U. Name minus A. Da haben wir es nochmal. Schwarz auf weiß. Genau. Oh, das ist interessant. Hier wäre der schöne Beweis, dass GhostBSD auf FreeBSD aufgebaut ist. Ne? Interessant. So, ich zoome nochmal ganz zurück, weil jetzt will ich mal OBS starten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. OBS ist schon mal drin im Startmenü. Und jetzt, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber man sieht hier schon, Audiokarte wurde erkannt. Die Grafikkarte noch nicht. Hier ist alles schwarz. Okay, gehen wir mal der Sache auf den Grund. Einstellungen. Ach so, hier unten ist ein Fenster aufgegangen. Das hätte ich fast übersehen. Ich ziehe das mal eben hoch, damit ihr es auch seht. So. Information für das Stream optimieren, für das Aufnehmen. Das will ich in erster Linie machen. Stream ist zweitrangig, genau. Das wäre die Grafik. Entweder 30 oder 60, wenn möglich 60. Ich lasse das einmal auf Standard stehen. Oh, es tut sich was. Autokonfiguration. Wenn der jetzt die Kamera kennt. Das wäre ja cool. Oh, schwarz. Bild ist leider schwarz. Das. Okay, diese Einstellungen wären für mich perfekt. Also sage ich übernehmen. Jetzt gehe ich noch auf Einstellung. Jetzt gehe ich auf Video. Ja, wie war das jetzt hier noch in Einstellungen? Ich muss hier die Kamera anwählen. Szene 2, okay. Ja, wie bekomme ich das jetzt hin? Drücke mich auf Plus. Ah, ja, Plus. Vielleicht kann ich hier die Kamera einstellen. Bildschirmaufnahme. Ja, nennen wir das so. Bildschirmaufnahme. Sagen wir okay. Ah, super. Da sage ich Ihnen, okay. Jetzt versuche ich hier noch was hinzuzufügen. Und zwar die Webcam. Hier. Das müsste die Webcam sein. Ich gebe mal eine Webcam. Ja, das ist meine Kamera. Ganz kurz zeigen. Das bin ich. Huhu. War super, dass das klappt. Da freue ich mich ja richtig. Jetzt kann ich die Kamera jetzt hier irgendwo hin platzieren. Macht jetzt in dem Fall keinen Sinn. Ich mache einfach mal eine Testaufnahme und wenn das funktioniert, würde ich sagen, melde ich mich mit OBS wieder. So, dann testen wir mal, ob eine Bildschirmaufnahme hier funktioniert. Ich mache mal irgendeinen Quatsch hier auf. Was könnten wir mal aufmachen? Jetzt bin ich ein wenig überfordert. Zum Beispiel hier diesen Kaya ist das, glaube ich. Testen wir mal, was das für einer ist. Ja, Kaya. Gefällt mir übrigens auch besser als Dateien oder ähnliches. Was haben wir noch? Druckereinstellung. Ja, das ist auch mal interessant. Findet der meinen Drucker? Komm, machen wir mal sofort einen Test. Drucker ist an, ist im Netzwerk drin. Drucker. Achso, muss ich erst entsperren? Ah ja, okay, erst entsperren. Weil nur die Ruth darf, das ist ja klar.
Oh, Netzwerkdrucker. Laser. Oh, hier ist er schon. Seht ihr? Laserjet. Weiter. Nach Treibern wird gesucht. Ja, das wäre ja klasse. Wenn er jetzt auch noch mal einen Drucker hat, der übrigens hier steht. Wenn er den jetzt auch noch findet, das wäre ja super. Na, lassen wir mal eine Runde suchen. Ich lasse einfach mal Drucker. Ich lasse einfach mal alles auf Standard. Laser, das passt auf jeden Fall. Duplexer-Träger unterstützt zusätzliche Hardware, welche sein könnte. Ja, ich mache da einfach mal einen Haken dran. Druckername, ja, das lassen wir einfach alles so. Ich möchte, ja, aber selbstverständlich. Und? Und? Ich glaube, der Drucker druckt. Wow! Der Drucker druckt. Ja, wollen wir mal gucken. Ah, Pinguin, ah, ein Linux-Treiber. Okay. Wo steht das Betriebssystem? Da steht leider nicht drauf. Naja, ein Unix. Unix ist immer gut. Gut, das soll es gewesen sein. Von GhostBSE, die Installation Teil 1. So, ich werde jetzt als erstes erstmal den VLC-Player installieren. So, ich hoffe mal, es gibt einen. Gehe einfach mal VLC ein, mal gucken, was passiert. Okay, das ging so schon mal nicht. Oh, den scheint es nicht zu geben. Nee, 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 das geht wohl so nicht. Also VLC kennt er doch. Jetzt zeigt mir doch hier VLC an. Dann versuchen wir noch mal. Oder ist das schon installiert? Das kann natürlich auch sein. Ach, der ist schon installiert. Ah, na gut, dann kann ich natürlich auch lange versuchen, VLC zu installieren. Wenn er schon installiert ist, ist er schon installiert. So. Ich wollte mal jetzt testen, ob das Video auf VLC etwas besser aussieht. Öffne mit und dann sage ich ihm VLC. Name starten. Ah, ja, ist das, glaube ich. Testen wir mal. Laser. Oh, hier ist er schon. Seht ihr? Laserjet. Okay, die Auflösung ist nicht ganz so toll. Woran liegt das jetzt, dass die Bildqualität schlecht ist? Okay, ich beende noch mal kurz OBS und versuche noch mal ein paar andere Einstellungen. So, ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden. Und zwar muss man in der Einstellung, ich weiß gar nicht, ob es jetzt geht. Ja, doch, es geht. Muss man hier gucken, ob das skalierte Modus sich verstellt hat. Also bei mir stand da gerade irgendwie auf 800 Mal Schlag mich tot. Ich habe die Werte jetzt gleich eingestellt und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Machen wir noch mal einen Test. So. Machen wir noch mal irgendetwas auf. Irgendwas Schönes. Jetzt geben wir mal einen FC Schalke. Ja, es scheint zu funktionieren.